herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin Pia und es kommen jeden zweiten Tag neue Videos auf meinem Kanal online. Das heißt, wer mich noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt gerade unbedingt tun. Dann verpasst ihr kein einziges Video mehr von mir. Heute habe ich für euch mein Food Diary. Ich habe ja ungefähr vor einem Monat, würde ich mal sagen, schon eins hochgeladen. Wer das noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das unten in der Infobox und hier in der Infocard. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal richtig gerne angucken. Und ihr habt es so gefeiert und ihr wolltet so gerne noch eins haben, dass ich für euch die letzte Woche wieder komplett gefilmt habe. Was ich noch ganz kurz zu meiner Ernährung sagen möchte. Ihr werdet gleich sehen, ich ernähre mich sehr oft sehr ungesund. Also ich esse sehr oft Pizza, aber das wisst ihr ja mittlerweile schon. Aber was ich trotzdem sehr, sehr wichtig finde und was meiner Meinung nach nicht vergessen werden sollte, halt auch seine Nährstoffe zu essen. Also auch was Gesundes zu essen. Es ist komplett überhaupt nicht schlimm in irgendeiner Art und Weise, wenn ihr mal eine Pizza isst oder eben auch mal zwei. Aber ich finde halt, es sollte nicht vergessen werden, dass man seinem Körper auch noch die nötigen Vitamine geben sollte. Meine Ernährung ist natürlich nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Ich esse unglaublich gerne Essen, das ist das Beste auf der ganzen Welt. Und ich esse auch sehr gerne mal Sachen, die vielleicht nicht unbedingt super gesund sind. Aber wie ich schon gesagt, ich finde da so eine gewisse Balance sehr, sehr wichtig. Und ich habe jetzt aber auch schon genug geredet. Ich würde einfach mal sagen, guckt euch das Ganze selber an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich starte in den Tag mit so einer Bowl. Das ist gefrorene Banane, gefrorene Himbeeren und gefrorene Blaubeeren. Und ich habe da noch ein bisschen Soja-Reismilch reingemacht, damit das Ganze ein bisschen flüssiger wird. Und darauf habe ich nur noch Himbeeren und Blaubeeren, Cranberries, Leinsamen und Weizenkleie. Das ist jetzt gar nicht so besonders, aber ich hatte mal Lust auf wieder so eine Bowl. Ich habe vor lange nicht mehr so eine Bowl gegessen. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dabei gucke ich YouTube-Videos. So, das ist mein Mittagessen. Ich esse jetzt gar nicht so viel, weil ich vor einer Stunde ungefähr noch gefrühstückt habe. Das ist ein Hamburger oder ein Cheeseburger. Und yes, das ist relativ klein. Aber es gibt auf jeden Fall später noch mehr. Meine Mutter war vorhin einkaufen und sie hat so ein Eis mitgebracht. Cookie Dough. Das probiere ich auf jeden Fall gerade. Ich finde es nicht so mega lecker, aber ich finde es ganz okay. Und da werde ich sicherlich noch einiges von essen. Da hatte ich vorhin noch ein bisschen Kuchen, den hat meine Mutter gestern gebacken. Und ich habe diesen Cookie probiert, den fand ich aber auch nicht so hammer. Deswegen werde ich jetzt erstmal nur Eis essen. Mein Neffe hat an diesem Tag Geburtstag und deswegen haben wir alle zusammen gegrillt am Abend. Ich hatte so ein Hähnchen irgendwas, so eine halbe Wurst, ein Knoblauchbrötchen, Knoblauchbaguette. Dann noch so ein anderes Knoblauch. Blätterteig, Tomatenzeug, das war auf jeden Fall richtig lecker. Salat und Tzatziki. Und als Nachtisch gab es dann so ein, das war auf jeden Fall irgendwas mit Quark und Cookies und Weintrauben. Das war auf jeden Fall richtig lecker. Und Maulwurfkuchen, oh so geil. So Friends, guten Morgen, das ist mein Frühstück. Ich habe heute ein komplett weißes Brötchen, es ist ein bisschen dunkel geworden. Wieder Butter, Lachs und wir haben gestern noch so einen Weichkäse. Pizza. Es ist Mittagsessenzeit und ich esse eine Pizza. Ihr merkt schon, wie glücklich mich das macht. Ich habe die ganze Zeit nicht weitergefilmt, aber ich habe vorhin eine Pizza gegessen, weil ich habe dafür ein Instagram-Bild damit gemacht. Ich blende es euch hier mal ein. Und dann habe ich es ganz vergessen, das noch zu filmen. Aber ich habe auf jeden Fall die Pizza nicht ganz gegessen, aber ich habe die Hälfte oder mehr gegessen. Und jetzt esse ich gerade noch, was ist das Mama? Pirajok? Ja. Pirajok? Skeptisch. Mit Kartoschka, also mit Kartoffeln innen drin. Ich habe heute gar nichts gefrühstückt, weil ich den ganzen Vormittag mit dem Video beschäftigt war, also das zu schneiden. Und habe ich irgendwie voll vergessen zu essen. Und jetzt ist auf jeden Fall schon das Mittagessen fertig. Deswegen werde ich jetzt einfach direkt Mittagessen essen. Und zwar Reis mit Curry und das Hühnchen drin und Gemüse und ja. So, ich esse jetzt zwei Pfannkuchen mit Zimt und Bananen und Feige und Schmand. Als kleinen Snack esse ich jetzt noch ein bisschen Äpfel. Ich habe mir gerade noch das Curry von heute Mittag aufgewärmt mit ein bisschen Reis. Und das will ich jetzt als Abendessen essen. So, Freunde, das Frühstück von mir ist heute wieder sehr unbesonders. Ich esse wieder ein Brötchen mit Butter und diesem Käse und Lachs. Das ist mein Mittagessen. Ich habe einmal Kartoffeln mit Rosmarin, Tzatziki, Cordon Bleu und ein bisschen Paprika und eine Scheibe Salat. Und ein Smoothie. Ich probiere jetzt diese Teddy's Hit. Ketchup-Style Chips. Wir sind jetzt bei Vapiano und ich habe, das ist Pomodoro mit Mozzarella noch drin und Brot. Und dazu habe ich mir noch so eine Vio Johannisbeer-Schorle geholt und Orangina, weil ich habe Durst, deswegen habe ich zwei Getränke. Das ist mein Frühstück für heute. Das Ding ist ja, ich habe mich letzten Tage eher relativ ungesund ernährt, beziehungsweise eigentlich sehr ungesund. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich halt auch sowas esse. Ich möchte euch einfach sagen, es ist nicht schlimm, wenn man mal eine Pizza isst oder halt auch zwei Pizzen am Tag und
Süßigkeiten. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man halt trotzdem genug Nährstoffe zu sich nimmt und genug Vitamine und genug Obst und Gemüse. Deswegen habe ich immer ein paar Tage, wo ich dann mal ein bisschen ausraste und ein bisschen viel Ungesundes esse. Aber ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich auch, ja, sowas esse. Vielleicht nicht so übertrieben healthy, schmelthy, aber so ein bisschen Obst und Gemüse ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ich habe jetzt hier ein neues Müsli, das ich gerade ausprobiere. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar ist das von Zampa Food. Das habe ich ja zugeschickt bekommen und das teste ich jetzt gerade zum ersten Mal. Dann habe ich unten ganz viel Granatapfelkerne, deswegen sieht das Ganze auch hier so aus. Pflaumen, Bananen, Chiasamen, Leinsamen, Weizenkleie und das sollte es eigentlich gewesen sein. Und das Ganze werde ich mit Mandelmilch trinken. Ich bin gar nicht der Riesenfan von Mandelmilch. Ich mag eigentlich Hafermilch noch ein Stückchen lieber, aber wir haben jetzt gerade keine Hafermilch da und die hatten wir noch über. Deswegen geht die auf jeden Fall auch. Genau. Ach, ganz vergessen, da war noch Cranberries drin. Das Ganze sieht jetzt so aus und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und jetzt gibt es bei mir eine Pizza. Man muss ja auch immer schön seine Balance halten. Ich esse jetzt zum Abendessen noch ein bisschen Müsli, das, was ich schon zum Frühstück gegessen habe, weil ich gerade einfach nicht Lust habe, mir noch irgendwas zu machen. Und ich habe auch nicht so mega Hunger, deswegen werde ich das noch essen als Abendessen. So, das ist mein Frühstück heute. Das ist so ein Brötchen mit Kürbiskern und Käse irgendwie so. Und darauf habe ich so Roastbeef-Scheiben. Und natürlich habe ich schon abgebissen beim Schmieren. Das ist mein Mittagessen. Und zwar ist das so Nudeln mit Zucchini und Tomaten und Hackfleisch und so Tomatensauce überbacken mit Käse. Yummy, yummy, yummy. Ich werde mir zum Abendessen nochmal ein bisschen von dem, was wir heute Mittag hatten, aufwärmen. Der Teller ist relativ groß, deswegen sieht das Ganze so wenig aus. Ich weiß nicht, ob es bei der Portion bleibt oder ob ich später noch eine Portion essen werde. Mein Frühstück sieht eigentlich ähnlich aus wie das letzte Mal, wo ich Müsli gegessen habe. Und zwar habe ich heute nur anstatt Pflaumen Pfirsiche. Und eigentlich ist es genau das gleiche und ich esse das heute mit Hafermilch. Zum Mittagessen gibt es wieder das Essen von gestern. Das schmeckt so gut, Leute. Ihr müsst es unbedingt auch mal ausprobieren. Das ist echt richtig, richtig lecker. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen raussetzen und dabei diese Mais Talisnecken, Krosny Palatschki oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, aber es ist auf jeden Fall mega lecker. Jetzt gibt es noch selbstgemachten Pflaumenkuchen. Yes! Ich habe gerade gesehen, dass ich an dem Tag gar nicht mein Abendessen gefilmt habe. Ich weiß aber noch, ich war auf einer Hausparty und ich habe davor auf jeden Fall noch Burger gegessen. Und auf der Hausparty gab es sehr viel Chips und Knickknacks. Und ich habe den ganzen Abend... Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gegessen bei dieser Hausparty. Aber ich hatte die Kamera nicht mit, deswegen habe ich es nicht gefilmt. Aber ist auf jeden Fall geil. Mein Frühstück muss heute mal wieder etwas schneller gehen. Ich habe wieder ein Brötchen. Und mein Vater, der hat mir das mitgebracht. Und zwar war er in Süddeutschland. Und wenn ich eins liebe, dann ist es Käse. Und dieser richtig schön gereifte Allgäuer Käse. Ja, hier steht jetzt Kitzbüheler Bergkäse. Oh mein Gott, es ist so lecker. Ich mag es auch gerne, wenn es noch länger gereift ist. Also Papa hat ganz viele mitgebracht. Da sind auch manche 6 Monate gereift. Also richtig nice. Das werde ich jetzt aber erstmal zuerst probieren. Und dann habe ich hier noch so Mozzarella-Käse. Den habe ich gerade im Kühlschrank gefunden. Finde ich auch irgendwie sehr nice. Und einfach Butter und Wasser. Und das ist mein Frühstück. So, das ist meine erste Runde. Wir sind nämlich gerade All-You-Can-Eat essen. Ich habe Frühlingsrollen, Reis, paniertes Hähnchen, gebackenes Gemüse. Das ist so eine Hähnchen in Süß-Sauersoße. Champignons, diese chinesischen Nudeln. Und das war's erstmal. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was nachgeholt. Und zwar habe ich nochmal eine Frühlingsrolle und ein bisschen gebratenen Reis, weil das so meine Favoriten waren. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Orange und Melone, Banane mit Schokolade. So, ich habe jetzt noch Eis und zwar ist das hier, glaube ich, wieder Sesameis. Das ist Schokolade, da habe ich, ich weiß nicht, was das ist. Und unten ist noch Schokotella und das habe ich mit so einer Schokosoße drauf. Und das war's mit dem heutigen Video. Und ich finde, dieses All You Can Eat war der perfekte Abschluss für dieses Video. Nochmal richtig schön reingehauen am Ende. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst mich unbedingt wissen, wie ihr das Ganze seht. Also seid ihr Team... Mir ist es komplett egal und ich esse nur ungesund. Oder seid ihr Team, ich versuche mich so gut es geht und so gesund es geht zu ernähren. Oder seid ihr eher so wie ich, so ein bisschen so ein Zwischending und mögt sehr gerne ungesundes Essen. Oder generell, lasst mich einfach eure Meinung dazu wissen. Es muss ja nicht sein, dass meine Meinung, die ich habe, die komplett richtige ist. Es ist einfach nur meine Meinung. Deswegen würde mich mega interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr das cool fandet. Und wenn ihr generell noch mehr Food Diaries von mir sehen möchtet. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr über ein Abo von euch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich hoffe natürlich, wir sehen uns übermorgen wieder bei meinem neuen Video. Was? Oh mein Gott. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.